Jannik Kusmak, Drama und Schmerz verfasst emotionale Zeilen der Entschuldigung. Im Dezember 2021 wagten Peer, 47, und Jannik Kusmak, 32, einen Neuanfang, gemeinsam mit ihren drei Kindern Emil Ocean, 5, Joko, 3, und Merlin, 1, zogen sie nach Mallorca und versuchten, sich auf der Urlaubsinsel ein neues Leben aufzubauen. Doch die erhoffte Leichtigkeit und Unbeschwertheit sollte auf sich warten lassen. Immer wieder wurden die Kusmaks in den darauffolgenden Monaten auf die Probe gestellt, so dass sie Anfang des Jahres ihre ländliche Finca für ein neues Zuhause am Meer verließen. Die dreifache Mutter blickt nun zurück auf die turbulenten Zeiten, versucht mit ihnen abzuschließen. Auf Instagram teilt sie eine Art Brief an ihr eigenes Leben, dem sie eine emotionale Entschuldigung widmet. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dear life, denn ich hatte dich unterschätzt. Total stuck im Drama und dem Schmerz des letzten Jahres, hatte ich das, was eigentlich nur eine Schublade von dir war, zum großen Ganzen gemacht, sick, schreibt die 32-Jährige zu einem Foto, das sie verträumt am Strand zeigt. Und weiter, ich bin vermutlich sogar in die Schublade komplett reingefallen und kurz darauf hatte sie sich verschlossen. Mit einem Schlüssel zugeschlossen und ich wusste nicht, wer es gemacht hatte und wo der Schlüssel nun war, sick, Anführungszeichen. Einen geschützten Raum für sich selbst zu finden, das sei ihr lange nicht gelungen. Als wenn man einen großen Stein anschiebt und sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass er jemals ins Rollen kommt, sick, erläutert die ehemalige Profi-Surferin ihre Gefühlslage. In die Zukunft scheint sie nun wieder positiv blicken zu können, wie Jannik poetisch zu beschreiben versucht, doch manchmal ist es nicht der ganze große Stein auf einmal. Vielleicht hast du einen kleinen angeschoben, der drunter quer lag, der nun splittert, zerspringt. Und mit ihm viele mehr. Vielleicht ist das der Anfang. Weil Liebe Berge versetzen kann und ich Zeugin bin, sick. Das Leben hielt für Jannik und Peer Kusmak einige Herausforderungen bereit, nachdem das Paar mit den Kindern auf die Baleareninsel gezogen war. Eine Prozessionsspinnerplage, Stromausfälle, Corona-Erkrankungen und ein kalter, feuchter Winter trieb sie in ihrer Finca an ihre Grenzen. Sogar ihre Eheringe legten die beiden zwischenzeitlich ab. Doch nun können die Kusmaks endlich wieder nach vorn blicken und ihr neues Leben auf der Insel endlich genießen. Verwendete Quelle: Instagram.com